So, Freunde, die Kartoffeln sind mittlerweile durch. Das Warten hat sich gelohnt. Es ist schon wieder nachts. Gehen wir direkt pennen oder bist du gerade beschäftigt? Dann werfen wir uns noch ganz geschwind ins Bett hinein. Hätte ich das jetzt vorher gesehen, hätte ich das noch kurz offscreen gemacht, das Schlafen. Das tut mir jetzt wirklich leid. Entschuldigung, dass ich immer darüber gucke, weil darüber ist der andere Bildschirm, wo ich so OBS ablaufen und instinktiv guckt man jetzt immer darüber, obwohl ich ja mit euch reden möchte. Aber ihr kennt es ja, ihr kennt es sicherlich. So und nicht über Moment. Das hier wundern, das ist die Türe, die offen ist und ein Greenscreen einfach verdeckt. So, jetzt haben wir aber lang genug gewartet. Wir haben die Kartoffeln im Ofen vergessen. Läuft. So, jetzt haben wir sie. Und jetzt begeben wir uns mal wieder auf eine abenteuerliche Reise und hoffen, dass wir was Schönes finden. Im Idealfall natürlich Diamanten. So, ich erinnere mich, dass irgendwo in diese Richtung mein Riesenhöhleneingang war. Deswegen laufen wir hier jetzt einfach mal ein Stückchen rein. Essen haben wir ja jetzt erstmal dabei, das sollte ein bisschen reichen. Können wir auch, ja, einfach mal schauen, was sie hier so treibt. Und ihr seht es ja, ich vermute mal, das soll so eine Art Hafendock oder irgendwie sowas werden. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, sind wir mal gespannt. Das ist bestimmt fertig, bis wir zurückkommen, so wie ich sie kenne. Und jetzt marschieren wir erstmal ein bisschen über Stock und Stein. Autsch. Direkt erstmal ein erstes Herz verloren. Noch keine 500 Meter vom Zuhause weg. So. Ja. Erstmal in die Büsche latschen. Habe ich meinen Kompass dabei? Ja, ich habe meinen Kompass dabei, weil ohne den finde ich ihn da nicht nach Hause. Dann müssen wir erst wieder Redstone holen. Ey, das war ja letztes Mal ein Akt, ihr erinnert euch sicher. Hallo Schwein. So, mal gucken. Wir laufen jetzt hier um den Berg außen rum. So gut wie möglich zumindest. Ja, hier ist eine Fackel gesetzt. Hier war schon mal. Also wir waren hier auf jeden Fall schon mal. Hier ist schon irgendwo das Dorf in der Nähe. So, es hat gerade geleckt. Auch immer gut. Weil ich meine eben, dass hier irgendwo ein riesiger Höhleneingang war. So mitten im Boden, eine riesige Schlucht, die würde ich gerne finden und dann da ein bisschen abtauchen. Wir haben auch genug Stickies und Eisen dabei, um uns zur Not halt noch neue Spitzhacken oder so zu machen. Aha, haben wir hier vielleicht schon direkt irgendeine Kleinigkeit gefunden oder ist das nur eine Sackgasse? Ich befürchte, ja, ist nur eine Sackgasse gewesen, hat sich nicht mal gelohnt eine Fackel reinzustellen. Ich ignoriere mal jetzt einfach mal und gehe ein Stückchen weiter. Das hasse ich, wenn man so durch die Berge und Wälder gehen muss, weil man da die ganze Zeit durch die Gegend springen muss und das tut immer so viel Energie fressen. Ihr seht schon, wir haben schon wieder einen halben Lebensbalken weg, Fressalienbalken und sind noch nicht allzu weit weg vom Dorf. Aber ja, was will man machen? Ich bin froh, dass wir nicht direkt in so einer Gegend gespawnt sind, weil da kann man dann einfach nie was Richtiges anfangen. Und wie ich ja schon mal erwähnt habe, ich baue immer gerne in der Nähe vom Spawn. Einfach aus Bequemlichkeit, aus Orientierungssinn, weil das Kürbisse mit dem Kompass einfach viel einfacher ist schon mit den Karten. Der einzige Vorteil an der Karte, man kann halt eben genau gucken, wo man war schon und sich, ich glaube, auch Sachen markieren. Hätten wir uns jetzt eigentlich vorher mal eine machen können. Aber jetzt sind wir schon unterwegs. Nächstes Mal, wenn ich dran denke. So, ich versuche jetzt erstmal ein bisschen aus dem Wald hier rauszukommen. Was schon wieder schwieriger ist als gedacht. Ich kletter irgendwie schon wieder auf die Berge anstatt in die Berge rein. Das ist nicht so der Plan. Ich habe dann immer so die Hoffnung, dass man vielleicht ein bisschen Aussicht hat und dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Au. Kleine Pfütze.
Jetzt dachte ich schon, das hier sieht vielversprechend aus. Obwohl, wir gucken es uns mal an. Vielleicht ist es ja doch was. Da ist es nur so ein Unterwassertunnel. Also ich meine, so alleine ist es schon cool für sich. Ich meine, der Kies hier, sobald man den anfasst, bricht der komplett runter. Okay, das ist doch eigentlich echt so eine coole Halbhöhle mit Wasser drin. Aber halt so überhaupt nicht das, was wir gerade suchen, leider. Aber wenn wir die Welt mal so weit ausgebaut haben bis hierhin, kann man hier bestimmt auch was Cooles machen. Aber jetzt lassen wir das erstmal hier so ignoriert stehen. Gehen mal ein bisschen hier in die Richtung, weil so, das ist mega cool. Ich meine, ich stehe eh auf Berge und Höhlen, so wie ihr jetzt schon gesehen habt. Wir sind schon wieder Kürbisse und schon wieder fliegende Bäume. Hehe, hallo? Ist da drüben vielleicht? Au, vielleicht was Höhliges. Das schauen wir uns doch gerade jetzt mal an. Sowas, das verstehe ich halt gar nicht an Minecraft, um ehrlich zu sein. Ach, diese mittendrin fliegenden Erdklötze, wo dann zwei Bäume draufstehen. Naja, das hier sieht doch mal vielversprechend aus. Das könnte was sein. Hoffen wir es vielleicht mal, dass es jetzt nicht nur so eine Nichts ist einfach und gleich in eine Sackgasse endet. Natürlich endet es direkt in eine Sackgasse. Ja, obwohl, vielleicht auch nicht, ne? Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, hier können wir auf jeden Fall irgendwas tun. Das Wasser hier nervt jetzt gerade noch ein bisschen. Aber ist auch ein cooler, kleiner Wasserfall, wie ich finde. So, fangen wir direkt erstmal an, uns hier die Kohle rauszusnacken. Ich möchte eigentlich nichts stehen lassen, was ich finde unterwegs an Rohstoffen. Ja, da oben hin geht die Höhle auch noch weiter, aber wir wollen nach unten. Ja, doch, das sieht doch sehr vielversprechend aus hier. Da sehe ich auch schon Eisen. Mal gleich hier noch einen Blick reinwerfen. Ja, hier geht es überall weiter. Das ist sehr schön in alle Richtungen. Ja gut, hier geht es wieder raus. Ah, da ist Eisen, das nehmen wir auch gleich mit. Ja, hier ist nur so eine kleine Kurve. So, dann nehmen wir uns die Kohle mit, das Eisen gleich auf dem Rückweg. Und dann geht es ein bisschen tiefer nach unten. Ich hoffe, dass wir auch mal ein paar Diamanten finden noch, weil Diamanten brauche ich dann echt. Und wenn wir es schaffen, nicht zu sterben, tun wir vielleicht auch genug XP sammeln, damit wir dann nachher ein bisschen zaubern können und uns vielleicht eine schöne Rüstung verzaubern können oder sowas. Mal schauen. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt heißt es erstmal Rohstoffe farmen. So, hier war irgendwo noch das Eisen auf dem Boden. Ja, genau hier. Das nehmen wir auch direkt mit. Ja, erstmal das Licht ausgeknipst, ne? Und selbstverständlich auch diese Kohle hier. Also sofern uns nicht das Essen ausgeht, will ich euch gleich ehrlich sagen, begeben wir uns jetzt vermutlich auf ein bisschen eine längere Reise. Es sei denn halt, wir werden einfach getötet, was echt scheiße wäre, wenn wir dann so weit weg von zu Hause sind. Wiederum ein Pluspunkt für die Karte übrigens. Man kann sich so ungefähr schneller orientieren, wo man dann draufgegangen ist. So. Hier ist schönes, vieles Eisen.
So, und dann gehen wir doch jetzt mal hier in die Tiefe hinein. Erstmal noch eine Kartoffel reinpfeifen. So, wenn das jetzt doch eine Sackgasse ist, dann kotze ich erstmal. So, direkt erstmal eine Spinne hier am Start. Geh weg, Spinne. Ja, aber das hier sieht doch wirklich echt nice aus. So, ich muss hier mal ein bisschen umbauen. Halt so rum, so rum, so rum, so rum, so rum. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es hier in so viele Richtungen geht. Das nervt mich dann schon wieder fast. Nein, habe ich natürlich vergessen. Okay, hier ist einfach nur riesiges Loch, auch gut. Ja, das mit dem Bett ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ich das vergessen habe. Ich bin da noch relativ nah an der Oberfläche. Soll ich noch schauen, ob ich geschwind zwei Schafe finde? Okay, macht nichts, hat sie gesagt. Oh, ja, hier geht es auch tief runter. Ist das jetzt nur ein Bug oder sehe ich da schon wieder die Oberfläche? Naja, eins nach dem anderen. Hier oben ist auch noch Kohle, die nehmen wir doch gleich mit. Ja, ihr kriegt mal ein Lichtchen. Hier kommt also schon mal das Wasser her. Das stellen wir jetzt mal direkt ab. Ja, ich glaube, wir sind gerade eher in einem Berg ziemlich weit oben noch. Okay, das Wasser hätte ich durch anlassen können. Das wäre hier eh nur in diese Sackgasse reingelaufen. Und prompt sind wir auf die nächste Höhle hier gestoßen. Okay, also hier haben wir echt ein etwas größeres Höhlensystem entdeckt, so wie es scheint, mit sehr, sehr vielen Verzweigungen und Verwinklungen. Skeletor, Hilfe! Ich hätte mal einen Hundi mitnehmen sollen. Weil die Hundis halten immer schön die Skeletoren fern. Kommt schon der nächste Zombie. Erstmal Licht anmachen überall. Ja, und da geht es auch schon wieder in eine Ecke. Gut, das ist wirklich nur eine Ecke. So. Kohle nehmen wir natürlich mit. Hat der einen Bogen gedroppt? Natürlich hat er jetzt keinen Bogen gedroppt, den hätte ich mir jetzt sonst ausgerüstet. Ah, das war bestimmt nicht das letzte Skelett auf unserer Reise. Irgendwie habe ich so die Befürchtung, dass die 90 Kartoffeln nicht allzu lange reichen. Wie viel? 90.